Einen hat er noch, Alex Stöckl, der norwegische Trainer, nämlich ihn, Kenneth Gangnes, den Vize-Skiflug-Weltmeister dieses Jahres. Ja, jetzt hat er uns gute Bedingungen, speziell über den Fuhrbau. Leichtet ihm das ein bisschen, als er da über den Fuhrbau. Oh ja, der geht, super! Da hat er immer Probleme gehabt in den letzten Springen nach dem Tisch, dass er da ein bisschen ein anfälliges System gehabt hat. Überkreuzt er als einer der wenigen die Skienten noch gleich nach dem Absprung. Und der ist ihm super gelungen. 234,5 Meter, nur 1,5 Meter kürzer als Granjec mit einer Lücke weniger. Die Noten passen zwischen 18,5 und 19,0. Kann sich ausgehen, um in Führung zu gehen. Geht sich aus. 3,1 Punkte Vorsprung auf Robert Granitz.